Ich darf Ihnen hier heute die Sorte Leguan vorstellen, eine Neuzulassung 2019 vom Bundessortenamt. Leguan ist im Silomais mit 230 und im Körnermais mit 240 zugelassen. Die Sorte Leguan besticht durch eine sehr großrahmige Restpflanze, die aber auch gleichzeitig eine sehr gute Standfestigkeit hat. Durch die flächendeckende Markteinführung konnte Leguan seine Anbaueignung schon unter Beweis stellen. Insbesondere auf den etwas kühleren Standorten durch seine sehr gute Kälteunempfindlichkeit. In den Landessortenversuchen in den Niederungs- und Höhenlagen Nordrhein-Westfalens, aber auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen konnte er sehr gute Ergebnisse erzielen. Leguan ist für den Anbau von der Landwirtschaftskammer zum Probeanbau empfohlen worden. Leguan zeigt mehrjährig sehr hohe Gesamttrockenmasseerträge mit sehr guten Stärkegehalten und Energieerträgen. Auch die Biogasausbeute ist bei dieser Sorte sehr gut. Das ermöglicht den Anbau für Biogas, für Silomais und auch für CCM und Feuchtmais. Wir empfehlen Leguan mit einer Aussaatstärke von 8 bis 9,5 Pflanzen pro Quadratmeter. Leguan ist für die Saison 2021 Teil unserer Mais-Viterra-Aktion Saatenunion Mais für eine blühende Landschaft. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft.